Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Bevor wir zu unserem Wetter aktuell kommen, schauen wir jetzt erst einmal aus gegebenem Anlass aus meteorologischer Sicht auf Japan. Dort nämlich wird sich in der Nacht und auch morgen eine sehr unangenehme, sehr kritische Wetterlage einstellen, denn der Wind dreht. Bisher wehten ja Wolken mit Radioaktivität direkt auf den Pazifik raus und die Windrichtung wird sich jetzt in den nächsten Stunden ändern, nämlich in Richtung Südwest, also direkt auf Tokio zu. Das galt eben auch schon für eben gezielt abgelassene Radioaktivität, radioaktiven Dampf. In der Nacht und morgen dann erst einmal südwestlicher Wind. Das ändert sich dann im Laufe des Mittwochs wieder. Dann würde das Ganze wieder auf den Pazifik heraustreiben. Unangenehm dabei oder gefährlich vor allen Dingen ist, dass der Wind sehr, sehr langsam unterwegs ist. Das heißt, die Wolke würde sich relativ lange über Tokio halten und dass zudem auch im Laufe des morgigen Tages noch Regen dazukommt. Das heißt, radioaktive Partikel, die sich in der Luft befänden, die würden dann herausgewaschen. Kommen wir zu unserem Wetter, zu unserem aktuellen Wetter. Da gab es heute vor allem nach Norden hin viele dichte Wolkenfelder Richtung Süden, also Bayern und Baden-Württemberg. Dagegen frühlingshaftes Wetter, föhnig aufgelockert mit viel Sonnenschein und extreme Temperaturunterschiede in Deutschland. Heute Nachmittag Göhren auf Rügen gerade mal 4 Grad, in Lörrach dagegen 19 Grad. Temperaturen werden sich ein bisschen angleichen und das heißt, dass es auch im Südwesten im Laufe der Woche deutlich kühler wird. Im Norden und Nordosten bleibt es dagegen bei ähnlichen Temperaturen wie im Moment. Und wir haben es dazu noch mit Nebel und Hochnebel zu tun. In der Nacht hält der sich vor allen Dingen nach Norden hin, daraus auch gelegentlich Sprüh- oder Nieselregen. Nach Süden hin ist es erst einmal locker bewölkt. In den frühen Morgenstunden kann sich aber Nebel und Hochnebel bilden. Temperaturen auf Rügen morgen früh gerade mal 1 Grad, sonst gehen sie zurück auf 8 bis 3 Grad. Morgen Vormittag nach Süden hin erst einmal Nebel, Hochnebel, der löst sich schnell auf, dann wird sonnig. Nach Norden dichtere Wolkenfelder, so Richtung Vorpommern auch ab und zu noch etwas Sprüh- und Nieselregen. Im Laufe des Nachmittags wird es aber auch dort längere sonnige Abschnitte geben. Und die Reste der Front, die über uns liegen, die reichen dann vom Emsland hinüber bis zum Zittauer Gebirge, daraus aber auch nur gelegentlich ein bisschen Regen. Sonst recht sonnig und freundlich mit großen Temperaturunterschieden, vor allem nach Südwesten hin bis zu 18 Grad im Ledes-Odenwald, ist um die 20 Grad dort richtig mild und im äußersten Norden gerade mal Temperaturen von 2 bis 8 Grad, also sowohl Schleswig-Holstein als auch Vorpommern, Ostsee- und Nordseeküste recht niedrige Temperaturen. Das heißt, wer die Sonne morgen genießen möchte, der sollte sich ein windgeschütztes und sehr sonniges Plätzchen suchen. Allzu lange wird dieses Frühlingswetter auch nicht anhalten. Am Mittwoch dichtere Wolkenfelder im Osten mit ein bisschen Regen, sonst meist noch sonnig mit bis zu 15, 16 Grad im Westen und Süden. Donnerstag kommt dann aus Südwesten ein Tiefdruckgebiet, bringt viele dichte Wolken, immer mal wieder Regen und dann die Höchsttemperaturen gerade mal noch zwischen 4 und 11 Grad. Sie sehen, Temperaturen gleichen sich an. Und wenn man sich den Trend für Mannheim mal anschaut, von sehr hohem Niveau um die 20 Grad morgen, geht es dann bis zum Wochenende zurück auf Höchstwerte zwischen 12 und 13 Grad. Wird also verbreitet deutlich kühler, insbesondere im Westen wird man es merken. Angenehmen Abend.